Kapitel 10. Auf wessen Seite stehst du? Der Schlüssel zum Frieden sollte die Gefangennahme zweier Krieger sein. Flamme wünschte sich, dass Gewaldro dies nicht wirklich glauben würde. Jedoch hörte er die Ehrlichkeit aus der Stimme des Dorfvorstehers heraus. Es wirkte, als täte es ihm wirklich für die beiden Brüder leid. Die Stimmen draußen verhallten, als Sol langsam wirklich wach wurde und versuchte zu verstehen, was geschehen war. Was wollte Gewaldro? Warum habt ihr schon wieder über Vater geredet? Weil wir seinetwegen jetzt hier festsitzen. Das Dorf will uns als Gefangene halten und ihn damit zwingen, Frieden zu schwören. Verständlicherweise war Sol nicht sonderlich begeistert von diesem Plan. So wie auch sein Bruder es nicht gewesen war. Aber das will er doch niemals aus Zwang. Er ist ein Krieger, er lässt sich nicht von Gewalt beirren. Ist das deine Formulierung, um zuzugeben, dass wir ihm scheißegal sind? Natürlich wird das nicht funktionieren. Lieber opfert er uns als seinen Stolz. Es schien einerseits nicht, als würde Sol diesen selben Streit noch einmal aufwärmen wollen, doch gleichzeitig wollte er seinen Vater nicht so im Stich lassen. Das hat nichts damit zu tun. Kein Krieger würde auf so etwas eingehen. Damit zeigt man doch nur, dass man bestechlich ist und der Feind mehr fordern kann. Gewaldro versucht nur, dich die Dinge anders sehen zu lassen, um sich zu rechtfertigen. Wer von uns beiden tut denn den ganzen lieben langen Tag nichts als Vater zu rechtfertigen? Aber wir haben gerade eh Besseres zu tun, als uns zu streiten. Wieder einmal wirkte Sol nicht überzeugt. Haben wir... Woher denn? Wir sitzen hier drin fest, bis Vater auftaucht und das wird Tage dauern. Weniger wütend als enttäuscht blickte Flamme auf seinen Bruder. Das hast du in deiner Ausbildung gelernt? Aufzugeben? Du willst dich nicht einmal am Ausbruch versuchen. Wozu? Hier ist alles feuerfest. Wir sind machtlos gegen dieses Gefängnis. Wir wurden Jahre gelehrt. Nur weil der offensichtlichste Ausweg nicht funktioniert, gibt uns das nicht das Recht, einfach aufzugeben. Nun, zwar stimmte Sol immer noch nicht zu, jedoch gab er den weiteren Streit schlicht auf. Dann verschwende du halt deine Energie. Ich werde auf Vater warten, damit ich für den Kampf bereit bin. Sol wollte das Gespräch damit zwar beenden, doch was er bewirkte, war das genaue Gegenteil. Für den Kampf? Das ist also deine Einstellung. Du wartest, bis wieder Krieg ausbricht. Das ist nicht, wofür wir hier stehen sollten. Weißt du, wer der Einzige ist, der dir Recht geben würde? Vater. Du bist ihm wohl wirklich zu ähnlich. Unsere Pflicht gegenüber Terrus sollte sein, einen Krieg zu verhindern, nicht ihn zu erwarten. Du solltest öfters auf Vater hören. Er hat uns oft genug erklärt, dass Realismus ein wichtiges Attribut eines Kriegers ist. Wir sind nun einmal diejenigen, die als Druckmittel gefangen gehalten werden. Also, dir viel Spaß, dich durch den Steinboden zu graben oder was auch immer du vorhast. Mit diesen Worten war das Gespräch dann letztlich zu Ende. Keiner der Brüder wollte mehr vom anderen hören. Somit war Schweigen der logische Schluss. Stattdessen legte sich Sol wieder hin und Flamme setzte sich nahe der Tür nieder und überlegte. Natürlich hatte er keine Idee, wie er hier rauskommen sollte. Es wirkte hoffnungslos, wie Sol es auch gesagt hatte. Aber er wäre nicht so jämmerlich, es nicht wenigstens zu versuchen. Was waren die Schwachstellen dieses Gefängnisses? Gewaldro hatte ihnen bald Nahrung versprochen. Die Übergabe dieser könnte vielleicht eine Chance bieten. Wenn ein Pokémon die Tür öffnen musste, dann könnte Flamme sofort einen Angriff starten. Wenn sie eine andere Möglichkeit der Übergabe hätten, dann bräuchte er eben einen neuen Plan. Was er auch recht schnell feststellte. Kurz klopfte es an die Tür des Gefängnisses und Flamme machte sich bereit zum Angriff. Doch stattdessen öffnete sich nur ein Spalt weit unten in der Tür, durch den Ranken zwei Schüsseln in den Raum legten, bevor sie kurz verschwanden und dann mit neuen Schalen wiederkehrten, dieses Mal gefüllt mit Wasser. Zumindest war Hunger nun kein so großes Problem mehr. Auch wenn das Vulpix beim Essen weiterplante, wandten sich seine Gedanken für einen Moment auf die Mahlzeit selber und verwunderten ihn. Das Essen, welches den beiden gegeben wurde, war alles
andere als spärlich oder ungenießbar. Zwar wusste der Krieger nicht, worum genau es sich handelte, doch es schien eine Art Eintopf zu sein, in welchen viele Beeren eingearbeitet waren, von denen teils noch Stückchen zu sehen waren. Unter ihnen war unter anderem Sinelbeere, eine Sorte, welche es nicht einmal in der Nähe des Vulkanes gab. Galoppa musste sie mitgeliefert haben. Aber wenn sie in diesem Dorf eine Seltenheit waren, weshalb würde Gewaldro sie an seine Gefangenen verschwenden? Warum würde er überhaupt so ein aufwendiges Mahl vergeben für Pokémon, die nichts als ein Mittel zum Zweck und Krieger eines anderen Dorfes waren? Gewaldros Taten machten für das Vulpix sowieso von vorne bis hinten keinen Sinn. Erst wollte er sie aus dem Dorf abweisen. Dann schienen die Brüder ihm sympathisch. Dann sperrte er sie ein, aber behandelte sie gut? Ob überhaupt ein Sinn hinter alledem steckte? Oder hoffte er schlicht, dass die beiden nicht versuchen würden zu entkommen, wenn er ihnen gutes Essen gebe? Nun, für Sol wäre ja nicht einmal das nötig gewesen. Und für Flamme wäre deutlich mehr nötig. Doch viele Stunden später und nach einer weiteren Mahlzeit hatte er immer noch keine Schwachstelle an ihrem Gefängnis gefunden. Was ihn nicht vom weiterhin Versuchen abhalten würde. Nun, zumindest nicht im Gesamten. Für diesen Abend hatte es jedoch keinen Zweck, noch mehr Zeit zu verschwenden. Gerade wenn Ruhe etwas sein könnte, was die rettende Idee mit sich brachte. Auch wenn Flamme nicht ganz bedachte, wie, er erhoffte sich, eine Lösung zu erträumen oder so etwas in der Art. Und ganz Unrecht hatte er damit nicht. Denn schnell fand er sich wieder, als seine Augen zugefallen waren, in einer pechschwarzen Umgebung. Doch ein Licht entflammte. Dieses Mal etwas größer als noch bei der letzten Begegnung. Die Stimme war jedoch genau dieselbe. So sehen wir uns wieder, Flamme. Endlich kommen wir zum Reden. Inferno, du lässt noch einmal von dir hören. Du hast es geschafft, dass ich bis gerade vergessen habe, dass du überhaupt da bist. Ein Gesicht, um Emotionen abzulesen, hatte die Stimme im Inneren nicht. Doch trotzdem glaubte Flamme aus der Stimmlage alleine eine gewisse Vertraulichkeit zu vernehmen. Es waren nur ein paar Tage. Zudem bin ich noch am Testen. Noch habe ich es nicht geschafft, dich an den Ort zu bringen, an dem wir wahrlich reden können. Aber wie du siehst, die Flamme wächst. Gerade. Teilweise, wir müssen reden. Verwirrt blieb Flamme stumm. Inferno schien zunächst unsicher, wie er freundlich formulieren konnte, was er sagen wollte. Das Feuer, das du hier siehst, wird größer, weil ich dir näher komme. Die eigentliche Flamme, die du nicht siehst, schrumpft hingegen. Unsere Verbindung leidet. Und ich bin dein Bewusstsein. Unsere Verbindung sollte nicht wanken können. Was genau heißt das? Woher kommt dieses Phänomen und was könnte es bewirken? Wieder eine kurze, dramatische Pause. Nun, wortwörtlich gesehen, bin ich dein Verstand. Und das würde passieren, wenn unser Kontakt abbricht, dann verfällst du dem Wahn. Ich kann nur vermuten, dass es am extremen Stress liegt, den du derzeit erlebst. Entnervt stellte Flamme die für ihn nun wichtigste Frage. Und was genau soll ich dagegen tun? Ich kann ja schlecht nicht weiterreisen. Natürlich nicht. Wir müssen diese Reise bestehen. Wir werden bestimmt noch etwas finden, aber versuche fürs Erste einfach, dich zu entspannen und dich von Streit fernzuhalten. Vor allem von Pokémon, die dir Stress bereiten, solltest du dich fernhalten. Außer jenen, die du zwingend für diese Reise brauchst. Wieder eine weitere Feststellung, die dem Auserwählten nicht weiterhalf. Das einzige Pokémon, das mir ständig Stress bereitet, brauche ich aber. Und die anderen sind eh nicht um mich herum. Außerdem, wie zur Hölle soll ich mich entspannen, wenn ich einen Krieg verhindern muss? Ich kann nicht tatenlos zusehen. Eine Spur von verständnisvollem Amüsement schien aus der körperlosen Stimme zu entspringen. Manchmal musst du versuchen, aus mehr als einer Richtung zu blicken, Flamme. Wir wissen beide, über wen wir reden, nicht? Soll. Seine Einstellung ist falsch. Er glaubt an einen Tyrann und folgt in seinen Fußstapfen. Aber weshalb genau brauchst du ihn denn auf der Reise?
Im Gegenteil. Eigentlich sollte er doch nie mitkommen, oder etwa doch? Hat er sich nicht bloß mitgeschlichen? Nun, irgendwo hatte Flamme diesen Fakt schon verdrängt gehabt, da Soll nun einmal sein Bruder war und gleichzeitig derjenige, der Lust auf diese Reise hatte. Doch ja, aber ich kann ihm doch nicht einfach sagen, dass er gehen soll. Jetzt gerade schon mal gar nicht. Kurz kehrte Stille ein, als würde Inferno nach Worten suchen, die Flamme glauben würde. Nun, ich weiß Dinge, die du nicht weißt. Manchmal liegt es nicht an dir, Probleme zu lösen. Und du musst wahrlich auf eine Lösung warten. Wenn du morgen aufwachen wirst, wird eure Gefangenschaft kein Problem mehr sein. Aber du wirst dich entscheiden müssen, auf wessen Seite du stehst. Etwas perplex fragte der Inhaber des Körpers, welche die beiden Wesen teilten, nach. Wie meinst du das? Zwischen welchen Seiten soll ich mich entscheiden müssen? Wenn die Pokémon meines Dorfes gegen die Mönche kämpfen, dann stehe ich auf der Seite meines Dorfes. Und daran würde niemand zweifeln. Doch andererseits, wenn du die Chance hättest, nun einfach dieses Dorf zu verlassen, mit dem Schlüssel, den du brauchst, würdest du das? Oder würdest du hier bleiben? Was zur Hölle ist diese Frage? Natürlich würde ich gehen. Ich schulde diesem Dorf nichts, im Gegenteil. Und weshalb versuchst du dich selbst anzulügen? Flamme, ich bin ein Teil von dir. Ich weiß, was du denkst. Statt einer wahren Antwort versuchte das Vulpix seine Scham darüber, ertappt zu werden, zu verdecken. Warum fragst du denn überhaupt? Weil du dir selber anscheinend nicht gestehst, was du denkst. Also? Du weißt doch Bescheid, verdammt gut. Wenn du es so dringend hören willst, ja, ich würde bleiben. Es zumindest auf einen Versuch ankommen lassen. Was genau Gewaltro tut, ist Schwachsinn, aber im Prinzip hat er doch recht. Alles, was er will, ist ein Friedensversprechen und Sakit lässt nicht mit sich argumentieren. Aber uns gefangen zu halten, macht es doch nur schlimmer. Und nun verstehst du. Denn wie ich schon sagte, du wirst deinem Gefängnis entkommen können. Doch du glaubst nicht, dass Soll mit deinem Handeln einverstanden wäre, nicht? Er wird fliehen wollen. Vielleicht wirst du ihn sogar davon abhalten müssen. Denn wenn er einem Pokémon eures Dorfes berichtet, dann ist alles umsonst, was du an Plänen machen könntest. Vor allem, wenn Sakit davon erfährt. Was Inferno sagte, ergab durchaus Sinn. Leider. Denn dies stellte Flamme nun vor eine Entscheidung, die er nicht treffen wollte. Also müsste ich mich entscheiden, zu meinem Bruder oder zu diesem Dorf zu stehen? Verrate mir mal, wie ich dabei nicht die falsche Entscheidung treffen kann. Denn ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt. Diplomatisch antwortete die Flamme der Flamme. Nun, es ist nicht unmöglich, dass dein Bruder richtig entscheidet und dich unterstützt. Ansonsten wird er eben ein paar Tage länger hier festsitzen müssen. Im besten Fall mit Abstand zu dir. Natürlich wollte Flammes eigenes Unterbewusstsein nur das Beste für ihn, das war ihm auch klar. Aber warum genau musste das Beste trotzdem eine Wahl zwischen Not und Elend sein? Aber wie sollte denn Flamme überhaupt entkommen können? Inferno schien mehr zu wissen als sein eigener Körper, wer auch immer dies sein könnte. Du sagst das immer so locker raus, aber ich kann Soll doch auch nicht einfach zurücklassen, oder? Immerhin ist er Teil meiner Familie. Sakit auch. Würdest du dich deswegen auf seine Seite stellen? Die Antwort kam schnell wie auch kalt und beinhaltete doch zu viel Wahrheit. Soll sieht ihn als einen großen Krieger, als einen guten Vater und ein Vorbild. Flamme, so wenig es mir selber gefällt, ich glaube nicht, dass du ihm Vertrauen schenken kannst, wenn es um dieses Dorf geht. Konnte es denn wirklich sein? Letztlich war Soll genau wie ihr Vater.